Wenn Sie während des folgenden Filmberichts das Gefühl haben, doppelt zu sehen, dann kann man das als Lob für die Hauptakteure verstehen. Heute vor 10 Jahren fand in Werdau wieder ein Zwillingstreffen statt. Es war aber nicht nur eine lose Zusammenkunft von Zwillingen oder Trillingen. In Werdau gibt es einen eigenen Club, der 2015 sein 30-jähriges Bestehen feiert. Und so lief das Treffen ab, heute vor 10 Jahren. Für Gerhard und Hans-Joachim Fischer war am Samstag ein besonderer Tag. Die Zwillinge konnten gleich zweimal feiern. Zum einen ihren 76. Geburtstag, zum anderen 20 Jahre Werdauer Zwillingsclub. 1985 hatten sie den Club gegründet. Heute gehört der Deutsche Zwillingsclub 1985 Werdau e.V. mit etwa 260 Mitgliedern zu den bundesweit größten seiner Art. Der Einladung nach Werdau waren am Samstag rund 200 Zwillingspaare gefolgt, darunter auch ganz Prominente wie Volke und Güte Schmidt. Die beiden gehören durch Werbespots des Arzneimittelherstellers Ratiopharm mittlerweile zu den bekanntesten Werbegesichtern in der Bundesrepublik. Seit 2 Jahren leiten die Zwillinge ihre eigene Castingagentur, natürlich spezialisiert auf Zwillinge. Also die Idee war eigentlich schon länger im Hinterstübchen. Wir wurden halt öfter mal angesprochen, ob wir nicht irgendwie Zwillingsjob machen wollen. Dann haben wir immer gesagt, wir können nicht alles machen. Dann haben wir mit dem Redakteur immer vorgeschlagen, ja, frag doch mal diejenigen oder die. Und so hat sich das halt ergeben, dass wir daraus diese Castingagentur gegründet haben. Wir haben auch vorher halt eben schon Erfahrungen gesammelt in Castingagenturen. Ich habe eine Kindercastingagentur geleitet und Güte hat auch ein Praktikum gemacht über mehrere Monate in einer Castingagentur für People, also alles Mögliche. Und so haben wir halt diese Marktlücke zu einer neuen Idee gemacht. Natürlich gehen auch Zwillinge von Zeit zu Zeit einmal getrennte Wege. Insgesamt scheint das Leben aber doppelt schön zu sein. Vorteilig ist sicherlich, dass man die beste Freundin immer dabei hat, ganz klar. Also das sagen halt auch viele andere Zwillingspaare, mit denen wir darüber geredet haben. Und nachteilig ist, dass man halt immer in einen Topf geschmissen wird und dass man seine eigene Persönlichkeit stärker durchsetzen muss. Das war früher vor allem in der Schule so, als wir noch jünger waren. Dass wir da immer in einen Pott geschmissen wurden und wenn einer eine schlechte Note geschrieben hat, dann hieß es, kann ja nicht sein, dass die andere eine gute Note schreibt. Oder wenn der eine irgendwas gemacht hat oder so, dann hieß es, die Zwillinge waren es oder so. Ja, das ist der Nachteil. Aber der Vorteil überwiegt natürlich, ne? Im Mai treffen sich viele der Zwillingspaare in Österreich wieder. Um Nachwuchs muss sich der Deutsche Zwillingsclub Werdau wohl nicht sorgen, der übrigens laut Vereinssatzung auch für Trillinge und andere Mehrlinge offen ist. In dem soeben gesendeten Beitrag gab es unter anderem ein Wiedersehen mit den Gründern des Werdauer Zwillingsclubs. Hans und Gerhard Fischer, die 1984 zum ähnlichsten Zwillingspaar Europas gekürt wurden, sind inzwischen leider verstorben. Ihr Zwillingsclub lebt allerdings weiter. Das große Treffen zum 30-jährigen Jubiläum des Vereins ist Anfang Juli in Bautzen.